In diesem Video steigen wir jetzt in die Möglichkeiten ein, das Datenbankschema und das Verhalten der Anwendung zu beeinflussen. Ich bin hier nochmal bei der Klasse Projekt und das ist der Source Code, wie wir ihn gerade eben gesehen haben. Sie haben jetzt die Möglichkeit, über verschiedene Annotationen Einfluss zu nehmen auf das Datenbankschema. Ich zeige mal gleich ein paar Elemente. Ich kann jetzt hier zum Beispiel bei Entity sagen, wenn wir da mal gucken, ich kann den Namen der Tabelle verändern. Ich könnte hier zum Beispiel sagen, Name gleich TH Project zum Beispiel. Also das heißt, normalerweise würde er Projekt nehmen und ich verwende hier den Namen TH Project. Ich könnte hier bei Name kann ich annotieren mit Column. Also auch das sind, Sie sehen das ja hier, Java Persistence Column. Auch das kommt daraus und auch da kann ich den Namen verstellen. Name gleich Project Name, sowas zum Beispiel. Also das heißt, ich habe so ein bisschen Einfluss drauf, wie die Spalten heißen. Ich kann den Datentyp verändern. Ich kann hier zum Beispiel sagen, vielleicht machen wir das nochmal ganz kurz, Length gleich 1000. Vielleicht frisst er das ja, wenn wir Glück haben. Das heißt, ich habe hier den Datentyp Varchar drunter und ich kann auch hier den Namen, den Datentyp, glaube ich, verändern. Scale, Precision, Column Definition. Ich meine, es geht über Column Definition. Das zeige ich Ihnen aber gleich noch. So, also das heißt, da haben wir einen Einfluss auf das Datenbankschema und was ich Ihnen noch kurz zeige, bevor wir dann das Programm starten, ist, ich kann hier auch Sachen transient machen. Das heißt, ich kann sagen, das soll nicht in die Datenbank rein. Machen wir mal ganz kurz noch eine Property dazu. Private String Internal Information. Also es könnte ja sein, dass Sie irgendein Attribut haben, was nur zur Laufzeit relevant ist, aber was nicht in der Datenbank gespeichert werden soll. Und da können wir hier Transient sagen. Transient. So. Vielleicht spendiere ich nochmal vorher Nörgelchen noch Getter und Setter. Alt einfügen, Getter und Setter, dass uns hier das Zeugs nochmal erzeugt, sodass wir wieder die Java Beans Konvention einhalten. So. Starten wir das Ganze mal und schauen mal, was passiert. So, Sie sehen, er ist ganz normal durchgelaufen. Und was Sie jetzt hier sehen, wieder Drop Table. Und diesmal versucht er die Tabelle TH Project zu löschen, weil ich ja hier den Namen verändert habe. Und ich habe auch hier den Namen statt Name, wie man es erwarten könnte, hat er jetzt Project Name genommen und er hat auch hier die Länge übertragen. Das ist jetzt ein Varchar 1000. Primary Key. Das heißt, auch das ist jetzt auf die relationale Datenbank natürlich durchgeschlagen. Schauen wir uns das nochmal ganz kurz an. Also die Tabelle heißt jetzt TH-Projekt. Wenn Sie gute Augen haben, sehen Sie es im Video. Und ID ist noch nicht geändert und der Projektname ist jetzt ein Varchar 1000. Ich probiere es jetzt nicht aus, weil ich Ihnen gerne noch zwei andere Sachen zeigen wollen würde. So, das heißt, das kann ich machen. Ich habe weiter Einfluss über die Annotationen auf die Constraints. Das haben Sie auch bei Herrn Höfig sicher gesehen. Ich kann jetzt natürlich so ein bisschen die Konsistenz meiner Daten über Daten und Constraints absichern. Ich könnte hier zum Beispiel fordern, ich mache das mal wieder ein bisschen kürzer, 255. Ich könnte hier fordern zum Beispiel, dass der Projektname eindeutig ist. Dann sage ich hier unique gleich true. Und dann könnte ich noch fordern, dass der auf jeden Fall belegt sein soll. Also null ist verboten. Das können wir, vielleicht machen wir das nochmal ganz kurz. Nullable gleich false. So, wenn wir das jetzt nochmal starten und uns mal anschauen, was er jetzt erzeugt. Und da können wir eine kleine Demo machen. Schauen wir uns mal an, was dann passiert. Startet wieder. Und jetzt sehen Sie plötzlich, hier, auch die Sachen hatten einen Einfluss auf das Datenbankdesign. Das heißt, jetzt haben wir hier wieder Varchar 255, habe ich hier oben eingetragen. Not null steht jetzt hier drin. Das heißt, nullable gleich false, not null, ist jetzt also als Datenbank-Constraint mit drin. Und wir haben Folgendes drin. Wir haben hier einen Datenbank-Constraint drin, UK Syasyls mit unique. Und der Projektname soll unique sein. Und das finden Sie in der Datenbank wieder. Machen wir das mal ganz kurz. Müssen uns wieder neu verbinden, weil ich das Programm hier neu gestartet habe. Connect.
Und das müssten wir erkennen können. TH-Projects, jetzt haben wir hier Indexes. Und jetzt haben wir hier dieses UK-Seiersülz. Das sorgt jetzt dafür, dass sozusagen der Projektname eindeutig vergeben werden soll und den Primary Key. Und bei Projektname müssten wir hier auch das Not Null erkennen können. Null kriege ich jetzt über Rest nicht hin, aber das andere kann ich Ihnen kurz vorführen. Das Verhalten. Das heißt, ich mache jetzt hier mal, ich mache hier wieder einen Post-Request und lege ein neues Projekt an. Das, da ja die meine Tralala-Daten wechseln, kann ich hier nochmal wieder das Projekt Tralala anlegen. Send. Das müsste durchgehen. 201 created. Das ist in der Datenbank drin. Wenn ich jetzt dasselbe Projekt nochmal anlegen will, müsste mir allerdings der Datenbank-Constraint um die Ohren fliegen. Ich mache jetzt hier nochmal ein Send. Und was jetzt passiert ist, Sie sehen hier 500 Internal Server Error. Wir müssen an den Error-Meldungen auch nochmal arbeiten, also weil das ist jetzt hier nicht so fürchterlich aussagekräftig. 500 Internal Server Error, wir wissen ja nicht, was kaputt ist, aber irgendwas ist kaputt gegangen. Das heißt, Error-Meldungen machen wir nochmal in einem der nächsten Videos für Rest, aber jetzt sind wir ja bei dem Thema Persistenz. Und jetzt schauen wir uns mal an, was hier passiert ist. Das ist also der Log, das heißt, das erste Eintragen in die Datenbank hat funktioniert. Sie sehen hier Insert into TH Project, Projektname ID. Das war dieser Save-Aufruf, der ist durchgelaufen mit den entsprechenden beiden Values. Also, der hat tatsächlich dieses Save übersetzt in Insert Statement und das versuchte. Und vorher hat er sich so eine neue Sequence-Nummer erzeugt, also Sequence 1, 2, 3 und 4 und so weiter. Und dann haben wir das zweite Mal versucht und dann kommen wir hier. Ja, warte mal, also zumindest hat es hier nochmal versucht. Ist jetzt ja egal, wie es genau passiert ist. Jetzt haut er uns hier eine Exception um die Ohren. Ne? Das hat jetzt dafür gesorgt, dass wir die 500 gekriegt haben. Und zwar sehen Sie hier Index, eindeutige Index oder Primärschlüssel verletzt, dieses UK-Seiersülz. Und er hat uns hier also das Insert Statement ist hier schief gegangen, eben weil wir einen Datenbank Constraint verletzt haben. Das heißt, Sie sehen die Annotationen hier, da haben Sie schon einen gewaltigen Einfluss auf die Art und Weise, wie die Datenbank angelegt wird. Und Sie können das Datenbankschema hier detailliert verstellen. Wir werden nachher noch sehen, wir können auch sowas wie einen Foreign Key eintragen. Aber wie gesagt, Sie haben hier eigentlich einen umfassenden Einfluss auf die Art und Weise, wie Ihre Datenbank läuft. Okay, das soweit bis hierher und wir schauen uns dann die nächsten Videos an, wie wir jetzt so 1 zu n, m zu n Beziehungen abbilden auf die relationale Datenbank. Vielen Dank bis hierher.